steht in der UFC ein Schwergewichtskampf auf dem Programm. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Schwergewichtsfight. Beim Alter kein großer Unterschied zwischen beiden Kämpfern. Nur 4 Jahre trennen sie. Und werfen wir auch noch einen kurzen Blick auf Größe und Reichweite. Da sehen wir eine vergleichbare Größe, aber auch eine ziemlich unterschiedliche Reichweite. Jetzt kommt die offizielle Vorstellung. Hier ist Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a kickboxer, making his professional debut here tonight. He stands 6 feet 6 inches tall, weighing in at 265 pounds. Fighting out of Mecca, Saudi Arabia, the Apex. And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a boxer, making his professional debut here tonight. He stands 6 feet 7 inches tall, weighing in at 254 pounds. Fighting out of San Diego, California, Iceman. And the action begins. Und da sehen wir Herb Dean, den Referee in diesem Kampf. Ready to fight. Ready. Welcher dieser beiden Striker wird sich durchsetzen? Wir werden es erfahren. Es kann losgehen. Ja, klarer Sidekick zum Körper. Ja, starker Kick. Ja, wieder der Kick zum Körper vom Apex. Ja, wechselt die Führhand. Ja, starker Sidekick zum Körper. Sehr gute Kombination. Herrlich, jetzt die linke Oberhand. Treffer zum Kopf. Da ist der Kick zum Körper. Da muss er einfach besser aufpassen. Da war die rechte Oberhand, aber kein Treffer. Schöner Kick. Gefährlicher Schlag zum Kopf, aber perfekt geblockt. Da kam der Sidekick zum Körper. Und der Sidekick kommt wieder an. Oh, was für ein Kick. Den Punch abgeblockt. Ist angeschlagen. Er ist wieder auf den Beinen, scheint aber Schmerzen zu haben. Oh, voll auf den Körper. Was für ein Kick. Oh, schöner Kick zum Kopf. Oh, er ist angeschlagen. Oh, da hat er Glück, dass der Kick daneben geht. Starker Tritt zum Körper. Klasse Punch, da ist der Treffer. Netter Headkick, aber daneben. Sauberer Kick. Sehr guter Punch von Apex. Starker Kick, aber die Deckung steht. Ja, der Kick sitzt. Sie gönnen sich nicht. Starker Kopftreffer, der zeigt Wirkung. Oh, da muss er seinen Kopf doch besser schützen. Noch 45 Sekunden in dieser Runde. Oh, 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 er hat ihn wieder erwischt. Unfassbar. Noch 30 Sekunden, dann ist die Runde vorbei. Oh ja, gute Oberhand. Toller Kick, aber da kommt der Block. Eine gewaltige Rechte, aber daneben. Oh, der Kick landet am Kopf. Er zieht den Haken zum Kopf. Damit ist die erste Runde beendet. Mit diesem Treffer kommt es da zu diesem Niederschlag. Hier ist nochmal der Niederschlag. Setzt den Treffer und ja, das ist ein schöner Niederschlag. Okay, okay. Great
job. Listen. Oh, hey, he got to it. All right. Hey. It happens. Ah, ja, hier kommt die hübsche Brittany Palmer. Okay, Runde zwei. Und beide stehen wieder. Da, schöner Kick vom Körper. Oh, diese Prellung am Oberkörper sieht gar nicht gut aus. Klasse, dieser Punch von Apex. Ja, schöner Kick. Jetzt wechselt er die Auslage. Schön, wieder ein toller Kick. Schöne Aktion, da war der Punch. Was für ein Treffer. Da kommt der Punch, aber geblockt. Ja, sehr schöner Uppercut. Ah, der Treffer zeigt Wirkung. Oh, voll auf den Körper. Was für ein Kick. Guter Kick. Super Kick. Oh, ein Kick mit aller Gewalt, aber knapp daneben. Toller Kick. Wir sind jetzt bei Halbzeit dieses Kampfes. Ja, der Inside Leg Kick kommt an. Ja, starke Kicks von Apex. Ein Kick nach dem anderen, das sieht gut aus. Oh, starker Inside Leg Kick. Guter Kick, da ist der Treffer. Oh, 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 seine Prellung am Oberschenkel wird schlimmer. Da wird er morgen kaum laufen können. Sein Bein ist verletzt, man sieht deutlich, dass er hing. Heftiger Kick zum Körper. Und er zeigt Wirkung. Ja, ob er das durchhält, jetzt auch noch dieser Kick zum Körper. Oh, schöner Kick zum Körper. Ja, und wieder ein Kick zum Körper. Letzte Minute jetzt. Was für Kicks. Klasse Treffer mit dem Kick. Kick zum Körper, aber daneben. Herrlicher Punch, da ist der Treffer. Starker Kick zum Körper von Apex. Schön den Leckling eingesetzt. Und wieder so ein harter Wirkungstreffer. Ja, ja, Runde 2 ist beendet. Was für ein Niederschlag da kurz vor dem Rundenende. Was für eine Szene. Und kommt er jetzt nochmal wieder? Geht da noch was? Aktuell würde ich sagen, eher nicht. Ringt den Kick, toller Niederschlag. Ein heftiger Kick und das ist der Niederschlag. This one is the important one. I need you to step it up here, all right? Think about all... Ariane Celeste sehen wir da im Bild. Immer wieder eine Augenweide. Ready, fight. Ready. Gut, mal sehen, was uns in Runde 3...